So, da hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 von Mist Survival. Ja, ich werde mich ein wenig sputen, weil wir ja doch schon spät am Abend, das ist halt eben später Nachmittag, aber ich möchte doch noch schauen, dass ich ein paar Sachen abgrase hier. Ich lasse mal den Ding da, da lass man. Irgendwo hier, genau, hier zum Beispiel, hier startet man. Sehr gut, haben wir wieder ein Inventar-Geschichterl. Machen wir auf. Ja, brauchen wir. Wir brauchen alles. Fuck! Was? Ja, ist. Das ist eine Säge. Shit. Das war auch, das sehe ich. Es war mir irgendwie klar, dass wir nicht alles auf einmal zusammenbringen werden. Ich schau mal kurz rein, was haben wir da drinnen. Zur Not, die Dinger können wir weghauen, wenn es sein sollte. Jetzt dafür, für die Säge. Nein, für die Säge mache ich es jetzt nicht. Warte mal, da war der Watchtower. Also nicht der Watchtower, aber ein Watchtower. Ich bilde mir ein, da unten hat es irgendwo einen Rastplatz geben. War das da? Das schaut gut aus. Den. Wo habe ich den Koffer hingehört? Hallo Koffer! Ja, ich weiß, ich bin der Koffer hier. Wo habe ich den Koffer hingehört? Bin schon ganz blöd. Ah, da hinten. Muss zu meiner Verteidigung sagen, von wegen, ich habe mal extra vor kurzem was Neues quasi für solche Projekte halt eben immer zugelegt. Da drüben ist so eine Lampe, habe ich mir jetzt noch extra gekauft, dass ich von der linken Seite auch einmal beschienen werde, so auf die Art. Und das muss aber halt eben sagen, der Nachteil ist, dass ich werde von links ein bisschen stark beschienen. Deswegen sehe ich da auf die linke Seite nicht so gut. Oh, das ist schon wieder eine Säge. Ich möchte eine Axt haben. So, das können wir nicht mitnehmen. Das ist scheiße. Ja, das wäre eigentlich auch nicht so schlecht, wobei ich habe da schon eins. Ist da irgendwas? Da ist auch nichts. Was haben wir da? Eine Axt! Eine Axt! Cool! Inventar, was haben wir da? Was können wir. Weißt du was? Die Flaschen. Die Axt, die braucht man so dringend. Das bräuchte man eigentlich auch dringend. So, da ist unser Koffer. Mal kurz. Gibt es da irgendwas, was ich zurücklassen kann? Theoretisch den. Na, weißt was? Wurscht. Ich nehme das alles jetzt da und schaue, dass ich jetzt zurückkomme. Ich habe eh relativ viel gesammelt jetzt schon mal. Es geht sich eh nicht. Du kannst nie alles mitsammeln. Selbst wenn du irgendwann einmal alle Rucksäcke gefunden hast, die es gibt in dem Spiel. Also, dass du ein komplett volles Inventar hast. Selbst da geht es sich dann nicht aus. Oder da findest du immer noch Sachen, die du liegen lassen musst bei einer Raubzugtour. Ups. Naja, da müssen wir irgendwie runter. Gehen wir langsam einmal. Und später müssen wir ja auch schauen, dass wir eine verlässliche Nahrungsquelle irgendwo finden. Weil jetzt am Anfang findet man relativ viel. Also sprich, ja, Bohnen und
ich glaube mal, dass es Bohnen sein sollen oder eingelegtes Fleisch halt eben. Die Pfirsiche, die weiß eigentlich, finde ich, extrem gut funktionieren, weil von denen kriegst du auch Flüssigkeit zurück. Ja, du findest eben auch viel Cola und was weiß ich, was alles. Also am Anfang, du verhungerst nicht am Anfang. So, Stamina ist fast aufgebraucht. Das ist, finde ich, auch schön. Es gibt zwar dieses Stamina-System und je nachdem, wie man halt eben durchrennt bei dem Spiel, hält es mehr oder weniger an. Sicherlich, wenn man halt eben die ganze Zeit nur herumrennt, so wie ich das mache, dann kommt man nicht so weit. So, pass auf, wir machen da mal zu. Ich muss nämlich überhaupt mal schauen, was braucht man fürs Bett? Weil ein Bett sollte man jetzt dann langsam sicher mal craften. Holz, ja. Holz bräuchte man jede Menge. Gut. Das Holz können wir uns ja quasi. Ach, warte mal. Was haben wir denn da jetzt da drin? Schauen wir da mal rein. Ja, da ist Werkzeug. Gebe ich das jetzt auch mal da dazu. Ich werde jetzt auch mal das da reingeben. Das sind die, das sind die. Relativ viele Painkiller, das gefällt mir an sich. Da haben wir Munition. Munition. Ah, die haben wir noch gar nicht gehabt. Munition. Gut. Was haben wir da? Ja, da haben wir jetzt noch mehr von denen. Wupp, wupp, wupp. Das müssen wir dann auch alles wegsortieren. So, da haben wir jetzt Cola, Cola. Keine Cola, obwohl Cola da steht, eine Soda von mir aus. Das Flascherl, da kommt noch ein Flascherl rein. Wobei, das könnte man uns eigentlich mitnehmen, weil das ist nicht einmal so wenig. Was haben wir hier drinnen? Peaches, Peaches, sind ja Peaches eigentlich, oder? Canned Fruit, okay. Wo ist zum Fräten? Da ist noch nichts, da ist noch nichts. Da haben wir einen Motor. Gut, dann gehen wir da halt eben die Autoteile da mal rein. Da ist auch nichts. Weißt du was? Ich gebe das einmal rein. Die sind oben. Streichhölzer wüsste ich gar nicht. Ah, das sind Streichhölzer. Okay. Da ist das. Wie gesagt, das Sortiersystem, das kommt später dann eh wieder. Apropos sortieren. Hier haben wir nichts. Hier haben wir auch nichts. Da haben wir das. Und da haben wir das Nähzeug. So. Haben wir das, haben wir das, haben wir das, haben wir das. Gut, jetzt da können wir den Koffer kurz ausräumen. Oder weißt du was, wir nehmen einmal alles. So, Murl. Murl. Reifen. Reifen. Kanister gebe ich da auch einmal rein. So, da haben wir Werkzeug, Werkzeug. Plum, plum, da haben wir. Ah, vergessen. Wupp. So. Da haben wir jetzt noch das da drinnen. Ne. Ja, gehen wir das da dazu. Streichhölzer, Tasche her, da haben wir eh mehr. Batterie, Batterie. Ja, das Hölzchen. Sollte eigentlich nicht da reingeben, aber. Und wieso habe ich. Holz, Holz, wurscht. Da ist das. Da ist das. Da gebe ich einen Alkohol einfach jetzt einmal dazu. Gut, theoretisch bräuchte ich die Säge. Und das Holz habe ich da reingegeben. Okay. Gut. Das Inventar drinnen. Da kriegen wir 4 Hölzer raus. Das ist ehrlich gesagt nicht sehr viel und es dauert eine Dreiviertelstunde. Ich mache es jetzt einmal. So, haben wir das gemacht. Die Nacht bricht herein. Gut, für das Bett 10, 6, 6, 8. Moderne, hätte man sagen.
Aber ich glaube, wir machen wirklich nur ein Single-Bett oder ein Duo-Bett für den Fall der Fälle, dass wir irgendwann vielleicht eine Partnerin hier finden sollten im Spiel. Ja, okay. Das. Bäh. Das heißt. Sechse. Brauchen wir jetzt noch was? Passt. Wir haben genug, dass wir das Dingele bauen. Aber ich glaube, ich einen Hammer brauche. Jetzt haben wir nehmen wir den vielleicht. So. Ein Bettchen, bitteschön. Q und R. Ne. Das sieht gut aus. So, langsam sicher sollte man noch was essen. Tada! Oh, ist schon geil. Ah, crouchen braucht man nicht. Ist eh die richtige Richtung. Gut, dann werden wir jetzt. Was zum Essen haben wir unten in der Küche? Theoretisch die Waffe können wir einstecken dabei mal. So, nachts gehen wir an den Essensschrank. Ehrlich gesagt, das müsste reichen. So, trinken wir noch ein bisschen was. So, das sollte reichen. Morgen in der Früh gibt es dann ein kräftiges Frühstück. Ja. Sollte ich jetzt da reingehen und dann die Tür zumachen, ist glaube ich gescheiter. Rest, gut, wir haben 10 Uhr, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir 6. Schön geschlafen. Und es ist halt eben gescheit, wenn man das Kopfende da oben hat, von wegen, weil dann wird man nicht gleich direkt geweckt. Wenn man das, wenn halt eben die Sonne reinstrahlt oder was. So, gut. Wir hätten heute einiges zum Tun wieder mal. Wie geht's uns? Wir sind noch relativ gut beieinander. Gut, was ich auf jeden Fall vielleicht noch machen sollte, wie viel haben wir überhaupt noch? Wir haben noch ein Holz. Das ist traurig. Das ist echt traurig. Gut, wir könnten uns Holz holen. Wir könnten uns Holz holen oder wir könnten gar hinten. Wie schaut es denn da aus? Der ist leer. Ich möchte ihn ehrlich gesagt nicht mitzahlen. Vom Dingele her, vom Inventar, wäre es eigentlich gescheit, wenn wir nochmal aufbrechen. Da ist das, ja. So, den brauchen wir eigentlich nicht. Ich nehme das Hinnige mit. Die Axt wäre an sich cool, wenn wir mitnehmen. Damit kannst. Ah, haben wir eh keinen Platz mehr dafür. Da kannst du ein bisschen was aufführen damit. Weißt was, ich gebe das Werkzeug da rein, das macht mehr Sinn. Also, Sinn nicht unbedingt, aber ich habe mehr Platz. So, fupp, fupp, fupp und das Messer. Gut, Holz hätten wir da drinnen, ja, mehr oder weniger. Lachhaft. Und die Dinger gehen wir rauf. Nein, da ist. So. Dann machen wir zu. Ich würde mal sagen, ich mache noch eine Tour. Ja, wir nehmen uns da eins von den Essenssachen mit. Können wir noch trinken?
Und das bisschen was, das sollte reichen. So. Gut, bevor wir richtig zum Arbeiten oder was anfangen, würde ich einfach mal sagen, wir machen jetzt dann noch einen Raubzug. Noch einmal zurück in die Richtung, wo wir herkommen sind. Einfach auch aus dem Grund, weil ja, wir haben noch genug Vorräte. Und schauen wir einfach mal, was wir sonst noch da mitzahlen können. Ich weiß jetzt nicht, habe ich da überhaupt alle Autos schon aufgemacht? Ich nehme mal an, ja. Aber ich schaue trotzdem nochmal nach, da ist nichts. Doch, die haben wir schon aufgemacht. Das ist halt eben auch so was, das sagen eben ja, doch, da haben wir alles gemacht. Dass das passieren kann oder passieren wird. Dass man da mehrere Verstecke oder was auch immer mehrfach abgrast, den kann ich mal mitnehmen. Zum Beispiel, das werde ich nachher machen. Wenn ich nicht drauf vergesse, werde ich mal nachher hier. Nein, das nehmen wir mal noch nicht mit. Nicht, weil es nichts Wichtiges ist, sondern einfach Stöcke findest einfach im Wald. Das ist, ja, da brauche ich jetzt nicht extra auf dem Weg zum Looten mal extra Loot mitnehmen, den ich so und so überall finden kann. So. Wenn möglich am Banditenlager vorbei, ohne dass sie uns sehen. Gut, und die Axt ist ja wirklich gut in der Hinsicht. Ich schaue noch gar, ob da hinten was ist, aber da ist nichts. Dass wir nämlich eben diese Anfangsbasen, die können wir zerschlagen. Solange wir die nicht als Basen benutzen, können wir die zerschlagen. Und da kriegen wir halt eben diese, wie vorhin schon in Folge 1 angesprochenen, Lashings her. Also sprich diese Bandeln. Und das ist nicht ohne. Mit der Axt kannst du dir wirklich extrem viel klein machen. Da kannst du die Autos auseinandernehmen. Nicht alle Autos, also sowas nicht. Ich schaue da nur nochmal nach, weil da haben wir ja vorher nach anderen Sachen gelootet. Oder Ausschau gehalten. Und wenn wir jetzt da noch was haben sollten oder irgendwas zurückgelegt haben, dann können wir es jetzt da mitnehmen. Wie gesagt, die Kochstelle würde ich gern mitnehmen. Ganz ernsthaft. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Inventar. Ich schau mal, ob das da auch schon möglich ist. So, das ist die 4. Nee. Das geht nicht. Kann man die? Na, Zelte kann man auch nicht klein hacken. Die Autos kann man klein hacken, das weiß ich. Habe ich da nichts zurückgelassen? Hätte man einbildet, ich hätte was zurückgelassen. Gut, wurscht. Wir gehen weiter. Und Stamina verbraucht sich halt eben mit der Zeit, ja. Ein Hühnchen. Am Anfangsort. Ah, okay, da können wir jetzt das nehmen. Die nehmen wir auch mit, von mir aus. Ich nehme einfach mal alles mit. Die Holzstecken können wir auch brauchen. Ich müsste jetzt nicht mitzahlen, aber ich mach's. Gut, Steine nehme ich einmal nicht mit. Ich weiß jetzt nicht, haben wir am Watchtower was übrig gelassen? Ich weiß eh unten das, na, der Campingplatz oder was immer das ist. Da haben wir noch Sachen zurückgelassen, die wir nicht mitnehmen konnten. Ich glaube, da haben wir alles mitgenommen. Wie gesagt, sorry, aber man schaut normalerweise mehrfach nach. Ja, da wäre noch einer, den mitzahlen wäre auch nicht schlecht. So, irgendwo oben was drauf? Nee. Irgendwo dahinter? Auch nicht. Okay. Warte mal. Na. Warum sollte man auch einen Holzschreibtisch zerlegen können? Hm?
Liegt da irgendwo was drauf? Nee. Ja, wir wissen's. Das Hühnchen ist anwesend. Und nein, ich werde es jetzt nicht schlachten. Ich brauche noch kein Essen. Das sind sogar zwei Händel. Und der Hirsch ist, also Reh. Hirsch. Keine Ahnung. Die Dinger sind auch da. Gut, weißt du was? Die sammeln wir eh schon auf. So, da ist nichts. Beim anderen weiß ich, dass nichts drinnen ist, aber ich schaue trotzdem ja immer wieder nach. So, ein Blatt vom Mund, jawohl, geht schon. Holz, sehr gut. Das muss ich langsam wirklich anfangen zum Sammeln. So, das war das. Da ist jetzt das Autowrack. Da glaube ich, war auch irgendwas, was wir liegen gelassen haben. Da nicht. Oh, doch nicht. Na, kann man auch nicht hinmachen. So, da unten ist auch ein Campingplatz. Und da drüben ist das Ding gewesen. Genau. Haben wir da irgendwas liegen lassen? Da haben wir den Alkohol hergekriegt. Und den Rucksack haben wir hier gefunden. Okay. Das ist aber... Das ist nicht der Campingplatz, der ist da drüben, der andere. Okay. Gut. Ja, nehmen wir mit. Ja, nehmen wir definitiv mit. Was haben wir da? Genau, da haben wir die Flaschen. Da ist nichts. Da ist nichts. Flaschi. Noch eine Säge. Genau, da haben wir irgendwas gehabt oder reingelegt. Genau. Da ist jede Menge Holz. Apropos Holz. Also das kannst du nicht nehmen. Gut, da ist nichts. Gut, hätten wir das. Da hinten wäre glaube ich... Na, warte mal, das ist das nicht, oder? Da kann man ja nicht reinschauen, gell? Na. Und was ich jetzt gemerkt habe von den Optionen her. Hinten ist auch irgendwas. Ich weiß nicht, ob es mein Computer nicht zulässt oder halt eben das Spiel nicht zulässt, damit irgendwas da von der Performance her wahrt. Aber jedes Mal, wenn ich 60 FPS einstelle, dann tut er mal wieder zurück auf 30 FPS. Das bitte ich zu entschuldigen. Aber mein Computer will das nicht. Ah, das ist das Motel. Ah, okay, da sind wir. Hä? Dann war das der. Extremer Sonneneinstrahl, ja. Cool. Ich werde noch ein bisschen in die Richtung gehen. Einfach nur, weil ich jetzt gerade nicht mehr weiß, was da hinten ist. So, und ich soll auch schauen. Ah, na, passt. Mir geht es noch sehr gut vom Essen her und Trinken. Und ich weiß nicht warum, aber ich renne gern mit der Axt herum. Ist als Waffe ein bisschen schwierig zu gebrauchen, muss ich ehrlich zugeben, weil es ziemlich langsam ist. Das nehme ich mal. Aber wenn es da mal triffst, dann passt es schon. Und spaßhalber habe ich in eine der Testaufnahmen habe ich das Banditenlager habe ich angegriffen. Ja, war jetzt nicht so dolle. Einen habe ich zur Strecke gebracht damals, aber ich habe auch nur 4 Schuss gehabt mit dem Maschinengewehr, also mit dem Sturmgewehr. Eine Feder von mir aus, nehmen wir die auch mit. Schön. Damit habe ich einen einzigen fertig gemacht, aber ich bin drauf gekommen, dass man sich nicht unbedingt hinter einen Baum stellen sollte oder halt eben Deckung suchen sollte hinter einem Baum, weil der zweite, der ist
wirklich genau vor mir gewesen, nein, nicht genau, aber er ist auf mich zugekommen. Ich war genau hinterm Baum. Normalerweise mehr oder weniger schusssichere Gegend oder zumindest eine gute Deckung. Der hat da einfach durchbeutzt. Das war wurscht. Also, ja, nicht gerade. Ah, da haben wir noch was. Ich muss mir nur angewöhnen, dass ich mehr Ausschau halt auf Gefahren. Weil ich renne da einfach überall hin. Genau, ja, sehr gut. Das ist. Ah, warte mal. Inventar. Genau, ich klump mir langsam aber sicher mein Inventar zu. Ich glaube, ich werde mal den Koffer da doch nehmen. Wo immer der jetzt war. War der auf der Straße? Einfach nur, dass ich mir den. Der war doch im Wald. Hä? Da war ich gar nicht. Hallo? Wo? Ich gehe gleich zurück, ich gehe gleich zurück. Nur ich such das Autowrack, von dem ich gerade herkommen bin. Da drüben. Alter, meine Orientierung ist wieder mal genialst. Wirklich genialst. So, wo ist der Koffer? War der da? Nee, da war er. So, ein Koffer, ein Koffer. Wir haben zwei Campingplätze zum Durchsuchen. Dann nehmen wir uns den einmal. Ist. So rennst du durch die Gegend. So, bupp. Vielleicht gebe ich einmal was im Koffer rein. Das wäre vielleicht gar nicht mal so blöde. Nö. Ja. Ja. Nö. Ja. Nö. Das ist voll. Ja, gehen wir das einmal da rein. Gut, den Rest kann man noch irgendwie benutzen. Okay. Schauen wir uns einmal die Gegend an. Was wir hier so finden. Ja. Nein. Puit. Schön. Ah, sehr gut. Schokoriegel. Noch ein Schokoriegel. Was haben wir da? Da ist nichts. Ein Sessel. Ja, nehmen wir mit. So, einmal rundherum. Lashing. Da ist schon her. Sehr gut. Einmal rundherum, dann hinein. Noch ein Lashing, das schon hier. Da liegt nicht das Geld auf der Straße, da liegen die Lashings auf der Straße. Wobei von Straße kann man hier nicht wirklich reden, aber. So, noch Holz. Da haben wir nichts. Ja, so. Plom. Nehmen wir mit. Was liegt da? Eine Feder. Ah, Obst. Eingelegtes Obst. Schon wieder Lashing. Oh, hey da! Das finde ich groovy. Yeah, Munition. Und wieder was zum Ballern. Gut, liegt da oben was drauf? Nagel. Na. Okay. So, Holz. Ganz kurz, mein. Geht nicht. Geht nicht. Das geht. Okay. Das war's aber, oder? Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Das werden wir dann später öfters machen. Ich weiß schon, man kann die Autos auch zerlegen, man kann da einiges zerlegen. Das, glaube ich, kann man auch zerlegen und sowas. Ich wollte jetzt nur mal testen, ob man solche Holzblöcke eigentlich mehr machen kann und daraus halt eben Ressourcen kriegt.
So, da sind wir auch voll. Fünf Flaschen. Sechs mit mir. Haha. Gut. Das war das. Pass auf. Den nehmen wir jetzt mit. Da hinten war ja ein zweiter Campingplatz noch. Ich hoffe es, weil meine Orientierung teilweise bei dem Spiel ist ja auch grenzgenial. Das schon ab der zweiten Folge. Okay, da unten ist einer. War das der? Das muss der gewesen sein. Und theoretisch sollte da halt eben nichts sein, weil, das weiß ich halt eben auch durch den Gronkh oder durchs Anschauen von seinen Folgen, die Banditen, die haben halt eben Umrandungen, Schrägstrich Umzäunungen, also einen Zaun haben die halt eben dort, eine Befestigung. Und daher weiß man, dass man da zu sowas kommt, zu Banditen. Wenn das offen ist, sollte normalerweise nichts sein. Ja, wieder Munition. Was halt eben definitiv fehlt, was vielleicht irgendwann einmal kommen könnte, später vielleicht, ist, dass man in die Wohnwegen vielleicht einmal reingehen kann. Holz. Und auch, also ich sammle einfach jetzt schon mal Holz auf, obwohl ich dann beim Haus den ganzen Wald könnte ich wegroden. Also so ist es ja auch nicht, ne? Das können wir dann später machen, wie feucht und fröhlich wir sind. So. Den Müll können wir auch, glaube ich, zerlegen. Ich weiß noch nicht, was man da rauskriegt, weil ich glaube kaum, dass du aus allem nur Holz kriegst. So, ist da was drin? Nagel. Dann schauen wir da mal rauf. Yeah, Rucksack. Jawoll. I'm loving it. Das Einzige, was mir noch auffallen ist, was nicht geht, ist Rennen und Springen. Das mag er irgendwie nicht. Das geht auch nicht. Und ich muss ja auch aufpassen, dass ich nicht zu akrobatisch da durch die Gegend kriege, weil du kannst ja auch in Haxen brechen. Und das dauert dann eine Zeit lang. Zum Glück dauert es nicht so lang wie in Real Life, weil das, ja, so viel Zeit hätte man nicht beim Spielen. Aber es kann auch sehr lange dauern, bis sowas heilt. Und sorry, wenn ich mich überall fünfmal umschaue. Aber ich möchte nur nichts da irgendwie liegen lassen. Noch ein Lashing, Alter! So viele Lashings. Ist was im Mist drinnen. Oder im Müll. Gut, warte mal kurz. Da waren wir noch nicht oben. Da muss ich auf. Da war ich noch nicht. Ah, wieder was zum Essen. Nochmal was zum Essen. Und sicherheitshalber reinschauen. Vielleicht ist da was drinnen. Aber nein, da ist nichts. Ich höre jetzt auf, weil es geht mir sogar um Nerv. Diese Sprachart und Weise. Gut, hätten wir das. Wir sind genau an der Straße. Da hinten, das ist die Tankstelle. Jo. Na. Haben wir eigentlich relativ gut hinbekommen. So, da ist unser Köfferlein. Den nehmen wir auch mit. Ich schaue mal kurz ins Inventar. Was haben wir da jetzt großartig? Ach, warte mal. Wenn wir es anders machen, ich schaue in den Koffer rein. Gut, da sind wir voll. Weißt du was? Wir essen da mal was. Jo, dann können wir wieder was reingeben. Sieht das aus? Super. Ah, es ist sogar noch was übrig geblieben. Gut, also wir haben keinen Platz mehr da drüben. Ha. Ja. Na. Also ganz wenig hätten wir noch. Also Platz. Deswegen will ich jetzt noch kurz schauen, wo wir da noch hinkommen würden. Jürgen würden. Da kommen wir zur Straße. Ich weiß nicht, ich glaube, da ist der Bär. Da, ja, da hinten ist der Bär. Jetzt
Da mal. Da. Da müsst ihr durch die Gegend rein, der Mr. Pets. Der Meister Pets. Ich weiß nicht mehr, wie man dazu sagt. Da! Der lebende Bruno, ne? Den werde ich auch, also derweilen habe ich jetzt da keine Lust, mich groß mit einem anzulegen. Der darf ruhig jetzt einmal ungestört weiter existieren. Ich will jetzt eigentlich nicht unbedingt so großartig Zeit verlieren. Oder beziehungsweise genau in seiner Gegend da viel rumstehen. Deswegen glaube ich mal, ich werde mich schleichen. Vielleicht, dass ich noch das Auto davon mitnehme. Okay, das, ich... Nein! Ich gehe in die Hocke und dann durch großartig rennen, weißt? Oh, chick, super! Das ist auch neu. Ich weiß nicht, warum die auf einmal Zigaretten in dem Spiel haben. Ich weiß es nicht. Ja, okay. Ich schaue nicht in den Motorraum. Hat er mich gesehen? Das hat sich kurz... Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das einbildet habe oder ob der wirklich... Ob der wirklich kommt, weil ich habe jetzt keine Lust auf den. Hilfe! Gut, Stamina ist wenigstens voll. Das heißt, wir könnten wirklich extrem gut und lang rennen. So, wo ist mein... Mein Koffer da. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Anmurl. Raffen. Zündkerzen. Eine Batterie. Benzinkanister. Und Nähzeug. So, ich renne mal in irgendeine Richtung. Da ist das Motel. Das heißt, wir rennen sogar in eine richtige Richtung. Na, das ist der falsche, gell? Ja. Der falsche in der Hinsicht, ich hätte mir nämlich gedacht, vielleicht wenn da noch die Baumstämme waren, dass ich die Baumstämme mitnehme. Aber lassen wir es mal. So, kurz Kaffee. Ah, zur Stärkung. So. Da sind wir jetzt bei dem Häuschen, das heißt links von uns. Ta-ta-ta. Da unten ist das Banditenlager. Gut, was ich auf jeden Fall machen werde, ist erstens einmal heim, Minenkoffer und dann renne ich nochmal zurück und hole mir den einen Spind. Weil wir brauchen jetzt dann eh, ich muss dann langsam anfangen, dass ich mal einen Stauraum zusammenbaue daheim. Okay, das schaut nicht gut aus. Achso, warte mal. Das ist ein Stein, oder? Ja, okay. Von oben hat es ausgeschaut wie ein Rucksack. Denke mal, Rucksack in der freien Wildbahn. So, da langsam, langsam, langsam. Schnell, schnell, schnell. Da ist das Häuschen, gell? Ja. Okay. Wupp, 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 wupp. Wie auf Endor mit den Speederbikes. Da ist die Hütte. Da ist die Haus, wollte ich schon sagen. So, jetzt können wir ein bisschen gehen. Damit wir Stamina wieder ein bisschen entlasten. Wobei auf der anderen Seite ist es wurscht, ich kann das Stamina voll aufbrauchen. Weil jetzt sind wir dann im Haus, jetzt dann mal eh nur deppert wieder herumschlichten. Wobei auf der anderen Seite, ich will mir ja noch den Ding holen. Den Spind, den brauchen wir. So, zack! Sorry, ich war... Na. Deswegen hat man die Waffe normalerweise nicht heraus.
Ja, weißt du was, den rotate ich mal, den gebe ich wirklich dahinter hin. Das machen wir den anderen auch. Move your ass. It's nice to be important. It's more important to be nice. Upp. So. Gut, machen wir da mal kurz dir zu. Wir harzen nicht für die Umwelt. Da ist nichts mehr drinnen. So, haben wir da irgendwas? Painkiller, haben wir. Den Rest nicht. Munition. Ah, okay, ja, das ist. Okay, das hätte ich noch machen können eigentlich, dass ich dem Gewehr die Munition gebe. Machen wir das gar. 4. Super. Gut. Wupp, die lassen wir da weiter da drinnen. Die Axt gehen wir wieder runter. Okay, 14 Lashings. Wow. Geil. So, das Scrap Metal. Zap, zap. Was haben wir hier? Das ist Zucker. Mehr Zucker. Ah, okay, das ganze Werkzeug ist drüben drinnen. Ja, die, pass auf, die 15, die trinken wir jetzt aus. Oder auch nicht. Ja, dann lass es noch drinnen. So, was zum Essen, was zum Essen, was zum Essen. Oh, Entschuldigung. Was zum Essen, was zum Essen. So, jetzt haben wir aber nichts mehr drinnen. Na. Da ist Holz, da haben wir jetzt noch mehr Holz, da ist noch mehr Holz, da haben wir Federn, da ist Zweige, Zweige, Zweige. Von mir aus die Blätter gehen wir da rein. Da haben wir noch nichts. Dann gehen wir da mal die Flaschen rein. Oh, da haben wir noch Holz. Dann machen wir das so, Flaschen, das, das. Von mir aus geben wir die Lashings da auch dazu. Dinger kommen rauf. Die Fetzen. Das wird auch irgendwann, werde ich das einmal dann noch gescheiter machen. So, Zigaretten normalerweise immer im Nachtkastel, ne? Deswegen werden wir die Zigaretten da reingeben. Ich weiß nicht, für was wir die brauchen. Oder ob wir die überhaupt brauchen. Vielleicht, wenn du irgendjemanden rettest und du hast keine Chic, dann rennt er da davor. Ich weiß es nicht. So, jetzt braucht man es, den Inhalt dieses Koffers. Dankeschön. So, ein Cola. Aber wir sind nicht durstig, okay. Gut, ja. Da sind wir an sich voll. Da haben wir jetzt noch mehr Werkzeug. Okay. Was zum Essen. Geht sich nicht aus, aber wir müssen dann eh langsam schauen. Dass wir was essen. Da unten, da ist Otto. Gut, wir haben noch eine Waffe. Da irgendwas, das ist frei. Pass auf, dann gebe ich da dann die Waffen rein. Ist lachhaft. Ich weiß, wir brauchen dann später noch einen eigenen Stauraum dafür. So, da haben wir jetzt nichts. Da gehen wir das rein. Gebe ich das da rein. So, gut. Dann hätten wir da mal alles. Dann speichern wir. Und ich hole mal gar den Spind. Und was ich auch machen könnte, ist, dass ich noch die, also diesen Militärposten verkleinern
Verkehrskontrolle, keine Ahnung, was das ist, dass ich das da freiräume. Gott, da haben wir schon reingeschaut. Das ist nur das Einzige, was ich glaube, was nicht bleibt, oder doch, dass die Türen offen bleiben. Gut, da habe ich schon nachgeschaut, ich schaue jetzt nicht nochmal nach. Bei den hervorragenden Autos zumindest nicht. Die hinten in der anderen Richtung, die müssen wir auf jeden Fall noch erkunden. Warte mal, was kriege ich eigentlich? Kriegt man da was raus? Nee. Hätte mich auch gewundert. So, tada! Warum bauen, wenn es eh schon da ist? Also, auf der anderen Seite drüben gibt es ja auch noch so ein Häuschen. Vielleicht gibt es dort auch noch so einen Spind, den wir mitnehmen können. Was war das für ein Geräusch? Also gravieren. Ich kann es gar nicht. Also ein bisschen höher, heller. So, habe ich gehört. Am Wasserturm waren wir auch noch nicht. Da kann ich einmal raufschauen. Früher, also bei Staffel 1 vom Gronk, war da immer was oben. Oder zu 90% war da was oben. Meine Erfahrung damit ist, da ist nie was oben. So. Ja, und ich fange halt eben auch so an wie er. Aber warte mal kurz. Okay, die kann ich nicht mal. Die kannst nicht dran stellen. Kein Zitat. So kannst du das dran stellen, aber so kannst du es nicht dran stellen. Huh. Interesting. Geht's jetzt? Ah, okay, so geht's. Jo. Scheiß drauf. Drinnen ist nichts. Gut, wie schauen wir aus? Essenstechnik. Ja, super schauen wir aus. Dann würde ich. Mist. Okay. Gut, crouchen wir kurz. Ich gehe mal kurz durch noch, was könnten wir alles hier herinnen brauchen. Eine Feuerstelle wäre nicht schlecht. Also solche Sachen war halt nicht so schlecht, dass wir machen. Das war halt nicht schlecht, dass wir machen. Drying Rack brauchen wir draußen. Oder sollten wir rausstellen. Water Barrel, das brauchen wir alles. Den Eimer können wir nur machen. Das wäre auch nicht schlecht. Aber wir haben nur eine Axt. Wir brauchten noch eine zweite Axt. Ein Workbench war halt mal nicht schlecht. Blacksmith war halt nicht schlecht. Wäre alles nicht schlecht. Ich weiß eh. Sessions Melt. Hat die Ding nicht das auch? Smelt raw metal to ingots. To melt, nicht to smelt. To melt. Okay, sowas brauchen wir jetzt so werden wir nicht. Reloading Bench war halt auch cool, ja. Können wir uns alles irgendwann später mal basteln. 16, 5, 10. Ja, ich muss unbedingt schauen, dass ich mit dem Holz weitermache. Das sind halt eben die Häuser, die man bauen kann. Das Small Cabin, das ist halt eben nur für das ein Zimmer, wie wir es eh schon gesehen haben. Hunting Cabin, die hat zwei Zimmer. Die hat ein großes Zimmer und ein kleines Zimmer auf der Seite. Hunting Cabin B hat, glaube ich, zwei große Zimmer. Und die C, weil da steht eh ein F, one floor, two floors. Die halt eben, die hat unten, glaube ich, zwei Räume oder was. Und auf der Hinterseite hast du dann noch eine Treppe, die rauf geht und dann hast du oben auch noch einen Raum. Ist an sich cool, aber ist relativ klein. Small Stair, cool.
Da kannst du Watchtower kannst jetzt bauen. Früher hast du nur solche Umzäunungen bauen können, aber die waren urteuer. Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so teuer ist, was da steht. Das werden wir uns vielleicht irgendwann mal anschauen. Und das ist jetzt auch neu. Das habe ich selbst beim Kranken noch nicht gesehen. Also, Chicken Coop kannst du halt eben machen. Das ist halt eben da, wenn du Händler einfängst, hast du da halt eben ein Hühnerhaus, wo es drinnen leben, wo es halt eben dann Eier legen und so. Aber zum Beispiel ein Waterfeeder, glaube ich, war bei ihm noch nicht, dass die halt eben das haben. Und außerdem kannst du ja auch noch, ist es da? Na, ja, draußen ist wieder der Nebel. Also Mist, ist jetzt gerade. Das ist auf der anderen Seite. Also wenn es ins Inventar ist, eigenes Essen, also Futter für die Händeln. Und Dogtag kannst du auch machen. Du kannst die Händeln benennen, wenn man das will. Jo. So. Gut. Ja, ich meine, später muss ich dann eh anfangen, dass ich wirklich mal lauter Ingredienzien, lauter Sachen mal hol. Okay, es nebelt sogar herunten. Durch die Fenster nebelt es. Deswegen werde ich mich wieder nach oben verziehen. Habe ich jetzt eigentlich noch irgendwas, was ich verstauen müsste? Na, gell? Weil das Brecheisen kann man auch als Waffe benutzen, dann haben wir so ein leichtes Half-Life-Feeling. Aber an sich ist halt eben, um verschlossene Türen aufzubrechen. Und dafür würde ich es dann auch benutzen, nur bis jetzt, da haben wir das halt eben nicht gehabt. Den Speer, ich habe ihn jetzt einmal gemacht. Ich weiß jetzt auch noch nicht genau, wie gut diese Waffe ist, aber theoretisch, du kriegst auch relativ wenig Informationen. Weil. Was ist eigentlich gar nicht? Da kannst du droppen. Wenn ich den jetzt dahin, den kann ich auch noch droppen. Also. Ich nehme es mal an, dass man mit dem eine größere Reichweite hat als mit dem Messer. Nehme ich jetzt einfach nur an. Ich weiß es nicht. Gut, wir sind jetzt da oben wieder im Zimmer und ich würde einfach mal sagen, ich meine, allzu viel haben wir von der Folge jetzt eh nicht mehr, weil wir sind eh schon auf 50 Minuten. Deswegen würde ich vielleicht einmal sagen, dass man, oder? Ja, ich würde einfach mal sagen, wir lassen es gut sein für die Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Da ist dann das Ende von dem Nebel. Falls dazwischen irgendwas noch passieren sollte, ich lasse die Kamera noch weiter rennen. Für den Fall, dass da irgendein epischer Kampf ist oder die Zeugen Jehovas auf einmal vor der Tür stehen. Mal schauen. Ansonsten hoffe ich mal, euch hat Spaß gemacht, mir wieder zuzuschauen. Ich weiß schon, wir haben relativ wenig Action, aber in dem Spiel ist man eigentlich mehr oder weniger darauf aus, dass man so wenig Action wie möglich hat, überhaupt am Anfang, solange man sich noch nicht richtig verteidigen kann. Ich meine, alleine von meinen Feuerwaffen schaut es relativ düster aus, weil. Was haben wir denn? Wir haben 3 Schuss mit der 9 mm. Wir hätten 4, aber ich habe ja einen unabsichtlich verschossen und ich glaube, ich habe 14 Schuss. Habe ich im Sturmgewehr drinnen. Ja, also damit werden wir die Weltherrschaft an uns reißen. Gut. Alles dann. Wie gesagt, ich hoffe mal, euch hat diese Folge gefallen. Ich wünsche euch natürlich wie immer einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend und vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Dann nach dem Nebel, nach dem Mist. Also Mensch bleiben, gell. Tschüss. Baba.